Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JamieCastTV und willkommen zu diesem kleinen Video vor einem großen Video, inspiriert von dem aktuellen Formel 1 Wochenende, dem britischen Grand Prix, wo das neue Sprint Qualifying ausprobiert wird. Und ich dachte mir, hey, kommentiere doch dieses Sprint Qualifying, da du so ein Formel 1 Nerd bist. Also, was ist überhaupt Sprint Qualifying? Nun, effektiv wurde der Wochenendablauf etwas verändert. Anstelle von 2 freien Trainings am Freitag, einem freien Training und einem Qualifying am Samstag und dem Rennen am Sonntag gibt es jetzt ein freies Training und das Qualifying am Freitag, ein zweites freies Training und das Sprint Qualifying am Samstag und das Hauptrennen am Sonntag. Das Sprint Qualifying ist ein 100 Kilometer langes Rennen, also ein Drittel der normalen Renndistanz, welches die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag bestimmen soll. Aber warum macht die FIA überhaupt diese Formatänderung? Nun, der Basisgrund ist Einschaltquoten, aka Einnahmen. Denn so muss ein normaler Zuschauer, der Formel 1 mag, wie ich, oder halt Nerds, auch wie ich, nicht nur am Samstag und Sonntag die wichtigen Sachen anschauen, sondern jetzt Freitag, Samstag und Sonntag die wichtigen Sachen anschauen. Im Grunde denke ich, dass das Sprint Qualifying sehr viel Potenzial hat, aber ich glaube auch ein paar Probleme. Hier ist, wie ich es ändern würde. Anstelle von einem Sprint Qualifying, welches nur 3 Punkte für den ersten, 2 für den zweiten und einen für den dritten Platz vergibt, macht doch aus dem Sprint Qualifying ein Sprintrennen, wo, sagen wir mal, zum Beispiel die besten 8 Punkte kriegen, aber nur 15 Punkte für den ersten, 12 für den zweiten, 10 für den dritten und so weiter. Und der 8. Platz kriegt einen Punkt. Und dann für das Hauptrennen am Sonntag wird die Reihenfolge der Fahrer im Sprintrennen übernommen, nur mit den ersten 10 vertauscht, um ein bisschen interessantere Rennen zu gestalten. Wo habe ich denn diese Idee schon mal gehört? Oh ja, das alte Format der Formel 2. Ich denke, dass, wenn die Formel 1 möchte, dass am Freitag, Samstag und Sonntag interessante Sachen passieren, damit die Zuschauer mehr einschalten, würde ich das Wochenende so aufbauen. Oh Gott, es geht los. Am Freitag ein Training, das normale Qualifying. Am Samstag ein zweites Training und das Sprintrennen, welches, sagen wir, die halbe Distanz anstelle von einem Drittel der Distanz geht, damit vielleicht entweder ein Boxenstopp oder vielleicht Leute auf harten Reifen durchfahren wollen. Es könnte ziemlich interessant sein, eben mit reduzierten Punkten und die Startaufstellung nur mit den ersten 10 verdreht. Für Sonntag, fürs Hauptrennen, welches über die volle Distanz, also 300 Kilometer geht und die normalen 1 bis 25 Punkte vergeben werden. Ich denke, dass dieses alte Formel 2 orientierte Format besser ist wie ein Qualifying für ein Qualifying für ein Rennen. Ein Quali-Quali. Ha, Quali-Quali. Auf jeden Fall, das sind meine Überlegungen zu dem neuen Sprint Qualifying, das die Formel 1 ausprobiert hat. Verpasst auf jeden Fall auch nicht die Hauptattraktion, das Hauptrennen auf diesem Kanal mit dem zweiten, ja, Formel 1 Video, das später heute erscheinen wird. Und damit ihr das nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button und ich sehe euch in ein paar Stunden für das nächste Video. Ciao!